Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des Oberösterreichischen Seniorenbundes, liebe Zuseherinnen und Zuseher vor den Bildschirmen zu Hause, ich darf Sie im Namen des Oberösterreichischen Seniorenbundes sehr herzlich zu unserem heutigen Impfgespräch, zur Impffragestunde begrüßen. Warum machen wir diese Impffragestunde? Ja, Corona ist bei den Seniorinnen und Senioren nach wie vor das Thema Nummer eins, und gerade wenn es ums Impfen geht, dann stellen sich auch viele Fragen. Es gibt viele Informationen, die in der Gegend herumgeistern, und es bedingt dringend Aufklärung. Und mit dieser Veranstaltung möchten wir für diese Information und für diese Aufklärung auch beitragen und dafür sorgen, dass die Mitglieder des Oberösterreichischen Seniorenbundes auch bestens informiert sind. Gesundheit ist das Wichtigste im Leben eines Menschen, und gerade bei den Seniorinnen und Senioren gibt es eben auch, was Corona betrifft, eine besondere Risikohäufung. Daher ist dieses Thema natürlich besonders brennend. Die Impfung ist einer der wesentlichen Bausteine für die Pandemiebekämpfung, und wir möchten heute einerseits Gerüchte aus der Welt schaffen und die Mitglieder mit faktenbasierten Informationen versorgen. Zu diesem Zweck haben wir zwei Experten, eine Expertin und einen Experten eingeladen, und zwar die Gesundheitsreferentin des Landes Oberösterreich und Landeshauptmann-Stellvertreterin Magistra Christine Haberlander, die hier im Studio an meiner Seite steht. Und zugeschalten von seinem Büro ist uns der Impfexperte, Universitätsprofessor Dr. Bernd Lamprecht. Er ist auch der Leiter der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler Universitätsklinikum. Ich begrüße beide Persönlichkeiten sehr, sehr herzlich, und Sie werden uns jetzt zu Beginn einen kurzen aktuellen Stand zur Corona-Situation in Oberösterreich, zum Status der Impfung geben, damit alle Zuseherinnen und Zuseher auf den gleichen Stand kommen. Es wird beginnen die Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander, im Anschluss dann Dr. Lamprecht, und dann kommen wir gleich zur Beantwortung der Fragen. Es sind bereits im Vorfeld hunderte Fragen zu uns gekommen. Ich bitte jetzt schon um Verständnis, dass wir nicht jede dieser Fragen persönlich und im kleinsten Detail beantworten können. Wir versuchen aber, sie so zusammenzufassen, dass die Themen entsprechend abgebildet sind und dass jeder Zuseher und jede Zuseherin einen Informationsmehrwert hat, und möchten natürlich dann auch möglichst konkret beantworten. Die Fragen, die zu uns gekommen sind, werden anonymisiert behandelt. Wenn Sie während der Veranstaltung noch Fragen haben, wenn Sie Fragen noch schicken wollen, können Sie das natürlich gerne tun, und zwar an seniorendialog@ooe-seniorenbund.at. Wir versuchen, wie gesagt, die Fragen thematisch abzubilden und in der Folge dann auch so gut es geht und so detailliert es geht, zu behandeln und zu beantworten. Ich darf jetzt nun zu Beginn die Landeshauptmann-Stellvertreterin und Gesundheitsreferentin des Landes Oberösterreich, Christine Haberlander, um ihre Informationen zur aktuellen Corona-Situation in Oberösterreich und auch zur Impfsituation bitten. Sehr geschätzte Damen und Herren, ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank an den Oberösterreichischen Seniorenbund für die Einladung. Ich glaube, es ist ganz besonders wichtig, dass man sich mit den aktuellen Themen beschäftigt, und da ist insbesondere das Thema Impfen ein ganz, ganz besonders wichtiges für viele. Lassen Sie mich aber eingangs mit einem großen Danke beginnen. Es liegen wirklich harte 13 Monate hinter uns, in denen wir um Corona kreisen, in dem eine Krankheit uns erfasst hat auf der ganzen Welt, in Europa, in Österreich und uns in Oberösterreich. Und das geht bis zu Hause zu jedem und jeder Einzelnen, die uns fest im Griff hat.
die den Alltag bei vielen bestimmt, die uns einschränkt und wo wir anfangs noch gar nicht gewusst haben, wie wir denn mit diesem Virus auch umgehen sollen. Wenn ich daran zurückdenke, wie es vor einem Jahr war, wie der erste Fall war, da wussten wir noch nichts von Masken und von Abstand halten. Jetzt, 13 Monate später, sind wir schon sehr viel klüger. Wir haben viel dazugelernt, wie wir uns und unsere Lieben auch schützen können. Wir sind aber ehrlicherweise in vielen Fällen auch schon etwas müde geworden. Und das sehen wir jetzt auch wieder, wenn wir an die aktuellen Infektionszahlen denken und uns die auch anschauen. In Oberösterreich sind wir, oder in ganz Österreich sind wir in der dritten Welle. Wir haben schon zwei Wellen hinter uns und daher ist es auch sehr besorgniserregend, weil wir wissen, was auf uns auch zukommt, insbesondere in den Krankenhäusern auch. Wir haben von gestern auf heute wieder über 500 Neuinfektionen. Das heißt, wir sehen, dass die Zahlen in Oberösterreich auch steigen. Wir schauen da ganz kritisch auf die sogenannten Inzidenzen, das heißt, wie viele Neuinfektionen pro Tag auf 100.000 Einwohner gibt es denn in den einzelnen Bezirken. Da gibt es Bezirke, die mehr betroffen sind, wie zum Beispiel im Innviertel, und welche, die aktuell auch wieder weniger betroffen sind. Wir wissen zum aktuellen Zeitpunkt noch sehr gut, wo die Infektionen auch herkommen, wo sie sich ausbreiten. In vielen Fällen passiert es in den Betrieben, wo man sich vielleicht nicht immer ganz genau an die Maßnahmen hält, insbesondere aber auch in den Schulen, wo natürlich sich viele Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer auch begegnen, was ja auch der Sinn und Zweck eines Bildungssystems ist, aber wo es natürlich zu Infektionen kommt. Wir wissen aber auch mehr, wie wir den Infektionen begegnen können, und das ist Testen und Impfen. Beim Testen sind wir in Oberösterreich mittlerweile sehr gut unterwegs. Es gibt flächendeckende Testangebote, man kann zu den Apotheken gehen. Es gibt auch einen Testbus, der von Gemeinde zu Gemeinde fährt, wo man sich auch testen lassen kann. Das heißt, wir finden ganz viele Infektionen. Wir werden dann auch absondern. Das heißt, hier können wir einen Beitrag zum Schutz auch leisten. Das zweite große Thema sind die Impfungen. Da würden wir uns wünschen, dass wir schon mehr Menschen impfen können, als es aktuell geht. Aber wir können nur das verimpfen, was wir an Impfstoff auch nach Oberösterreich bekommen. Wir bekommen fix zugesagt immer ein Sechstel aller Impfstoffdosen, die nach Österreich kommen. Die schaffen es dann auch nach Oberösterreich. Und unsere Aufgabe ist, dass wir alles möglichst rasch verimpfen, was wir auch bekommen haben. Es gibt einen Impfplan, der vom Gesundheitsministerium ausgearbeitet worden ist, an den wir uns auch halten müssen, damit es mit Erlass festgelegt. Und der sagt ganz klar, und das halte ich für absolut richtig, dass wir bei den älteren Menschen zu beginnen zu impfen und das auch konsequent umsetzen. Wir sind gemeinsam mit Vorarlberg und Tirol jene drei Bundesländer, die bei der Durchimpfung der älteren Menschen schon am weitesten sind. Wir haben bei den über 85-Jährigen bereits 77% geimpft. Der Österreich-Schnitt liegt bei 45. Bei den 75- bis 84-Jährigen sind wir bei 61%. Wobei der Österreich-Durchschnitt bei 43% liegt. Mir ist aber absolut bewusst, dass viele von Ihnen auf einen Impfstoff warten und es geht langsam. Das liegt eben daran, dass wir nicht genug Impfstoff nach Österreich kommen. Sobald Impfstoff da ist, wird er auch verimpft. Und ich bin sehr froh, sagen zu können, dass wir im April mit dem heutigen Tag ziemlich sicher, wenn die Lieferketten auch halten, wirklich im nächsten Monat alle über 65-Jährigen, die sich impfen lassen wollen, in Oberösterreich auch impfen können. Das ist wichtig. Wir schützen dabei jene, die es besonders brauchen. Wir sehen das auf den Intensivstationen. Wir sehen das bei den Infektionen in den Alten- und Pflegeheimen. Sobald ältere Menschen geimpft sind, führt das wirklich zu einem Schutz und gleichzeitig auch zu einer Entlastung des Gesundheitssystems, das besonders wichtig ist für uns auch und insbesondere natürlich auch für Sie. Darum, es gibt eine Hoffnung am Horizont, die heißt das Impfen. Wiewohl ich auch gleich sage, Corona wird nicht verschwinden, es wird uns begleiten die nächsten Monate und Jahre. Wir werden lernen, damit zu leben, und dazu trägt die Impfung ganz besonders bei. Vielen Dank für diesen ersten Input, liebe Christine. Oberösterreich ist Vorreiter beim Impfen, gemeinsam mit Tirol und Vorarlberg. Das zeigt sich auch in den Sterbezahlen, denn Oberösterreich hat sofort begonnen mit der Impfung der älteren Generation, sobald es Impfstoffe gegeben hat, im Jänner. Und wenn man zum Beispiel die Sterbezahlen
aufgrund Corona mit dem Bundesland Steiermark vergleicht, dann ist Oberösterreich hier deutlich niedriger, weil eben die Steiermark deutlich später begonnen hat, hier auch die über 80-Jährigen und insbesondere die ältere Generation zu impfen. Ich darf jetzt gleich überleiten zu Herrn Dr. Lamprecht, der eine aktuelle Information, einen aktuellen Input zur Situation rund um Corona, zur Impfsituation auch vor allem aus der medizinischen Perspektive nun einleitend gibt. Und in der Folge werden wir dann gleich zur Beantwortung der Fragen übergehen. Ich bitte Sie, Herr Dr. Lamprecht, um Ihre einführenden Worte. Vielen Dank, vor allem auch vielen Dank für die Einladung und für Ihr Interesse. Wie es Frau Landeshauptmann-Stellvertreterin schon gesagt hat, diese Pandemie beschäftigt uns nun schon seit über einem Jahr und sie hat auch große und tiefe Spuren in unserer Gesellschaft hinterlassen. Wir wissen, dass diese Erkrankung, die durch das Coronavirus hervorgerufen wird, zwar bei vielen Menschen erfreulicherweise mild verläuft, aber ungefähr bei 5-10% der Betroffenen doch einen schweren Verlauf nimmt, mit auch Behandlungsbedürftigkeit im Krankenhaus und bei zumindest 1-2% einen besonders schweren Verlauf, wo auch eine intensivmedizinische Behandlung notwendig wird. Was können wir entgegensetzen? Natürlich arbeitet man mit Hochdruck an Medikamenten, die dann Erkrankten angeboten werden können, um schwereres Leid zu verhindern. Man arbeitete mit Hochdruck und setzt das jetzt fort an Impfstoffen, die vorbeugend wirken sollen. Und bis das alles in ausreichender Weise gewährleistet werden kann, sowohl Medikamente wie auch Impfstoffe, sind wir auf die einfachen Maßnahmen der Pandemiebekämpfung angewiesen. Und das ist vor allem Kontaktreduktion. Denn was dieses Virus für seine Ausbreitung braucht, das sind Möglichkeiten, von einer Person auf die nächste weitergegeben zu werden. Und wenn diese Kontakte reduziert werden, dann lässt sie sich auch in der Ausbreitung etwas bewerkstelligen, dann lässt sich auch die Infektionszahl reduzieren und damit auch die Zahl jener, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Bei der Impfstoffentwicklung sind wir sehr positiv überrascht, dass das so schnell gelungen ist. Wir waren zwar natürlich überzeugt, dass alle Kraftanstrengungen unternommen werden, aber wir waren nicht sicher, ob das wirklich binnen Jahresfrist gelingen kann, Impfstoffe nicht nur zu entwickeln, sondern auch zu produzieren und auf den Markt zu bringen. Und das ist in mehreren Fällen gelungen. Wir haben auch in Österreich heute bereits 4 zugelassene Impfstoffe. Wie konnte das überhaupt so rasch gelingen? Und liegt in dieser Geschwindigkeit womöglich auch eine Gefahr? Und hier kann man einleitend feststellen, dass diese Impfstoffentwicklung regelrecht abgelaufen ist. Das heißt, alle Phasen der Entwicklung sind so durchgeführt worden, wie das sonst auch üblich ist. Nur hat man manche Phasen beschleunigt, indem man sie schon parallel zueinander stattfinden ließ. Und das ist, glaube ich, gut nachvollziehbar, die sonst bei Impfstoffentwicklungen oft extrem mühsame Suche nach freiwilligen Teilnehmern war hier vergleichsweise einfach und das hat erheblich zur Beschleunigung der Impfstoffentwicklung beigetragen. Also rasche Entwicklung bedeutet nicht unsichere Impfstoffe. Es gibt nun mehrere Möglichkeiten, so wie wir das auch von anderen Erkrankungen kennen. Es gibt die Möglichkeit der Impfung mit echtem Virus, also einem abgeschwächten oder abgetöteten Virus. Es gibt die Möglichkeit der Impfung mit Informationen zum Aussehen des Virus, wobei diese Informationen wieder in 2 Formen angeboten werden können. Einerseits in Form eines Vektorimpfstoffes, wo ein harmloses Virus als Transportmedium benutzt wird und eine Information vom Coronavirus praktisch nur beigepackt wird, um das Immunsystem damit zu trainieren. Oder, und das sind die neuesten, die sogenannten erbgutbasierten Impfstoffe, wo gar kein Trägervirus mehr verwendet wird, sondern wo direkt nur Erbinformation und damit Merkmale des Coronavirus als Information angeboten werden. Das Immunsystem lernt dann an diesen Informationen, trainiert für den Echtfall und ist dann bei einer tatsächlichen Konfrontation mit dem Virus bereits gut gerüstet. In Österreich haben wir jetzt 4 zugelassene Impfstoffe. 2 davon sind sogenannte erbgutbasierte. Das ist der Impfstoff von der Firma Moderna und der Impfstoff von der Firma Pfizer-BioNTech.
Und dann gibt es zwei Vektorimpfstoffe. Das ist einerseits der Impfstoff von AstraZeneca und andererseits auch der Impfstoff von Johnson & Johnson, der bereits zugelassen ist und auch im Laufe des April dann in Österreich verfügbar sein wird. Bei diesen Impfstoffen wird es nicht bleiben, sondern es werden noch eine Reihe anderer Impfstoffe verfügbar werden, die dieses Portfolio an möglichen vorbeugenden Maßnahmen erweitern werden. Impfstoffe werden auf der ganzen Welt mit Hochdruck entwickelt. Die besten werden sich durchsetzen, rasch zur Zulassung kommen und uns also hier ein ausreichendes Angebot an Impfstoffen sicherstellen. Bei den jetzt verfügbaren Impfstoffen gibt es erhebliche Unterschiede in ihrer Anwendung, aber nicht so sehr in ihrer Wirksamkeit. Alle diese zugelassenen Impfstoffe sind sehr gut wirksam, und zwar in der Erfüllung des Zieles, schwere Erkrankungen zu verhindern. Wir sehen, dass das gut funktioniert in Ländern, die jetzt schon eine sehr hohe Impfquote haben, ob das Israel ist, ob das Großbritannien ist. Überall dort sieht man seit Wochen rückläufige Erkrankungszahlen bzw. rückläufige Hospitalisierungszahlen. Das heißt, weniger Menschen müssen sich in Krankenhausbehandlung begeben, weniger Menschen brauchen dort intensivmedizinische Unterstützung. Und genau das ist das Ziel der Impfung. Ziel der Impfung ist nicht, eine Ansteckung verlässlich zu verhindern oder einen ganz milden Verlauf, sondern Ziel der Impfung ist, die schweren Verläufe zu vermeiden, jene, die dann eine Spitalsbehandlung oder womöglich eine Intensivbehandlung erfordern würden. Und alle jetzt zugelassenen Impfstoffe haben das unter Beweis gestellt, sowohl in den Impfstoffstudien wie auch jetzt bereits in der tatsächlichen Anwendung, in millionenfacher Anwendung in vielen Ländern dieser Erde. Also dieses Konzept funktioniert. Dennoch unterscheiden sich die Impfstoffe, denn die einen müssen bei sehr niedrigen Temperaturen gelagert werden, weil sie eben bei erbgutbasierter Technologie diese Temperaturen für ihre Stabilität brauchen. Andere Impfstoffe, die Vektorimpfstoffe, können bei Kühlschranktemperatur gelagert werden. Und sie unterscheiden sich auch ein bisschen in den Intervallen zwischen einer ersten und einer zweiten Teilimpfung. Sie wissen, bei den erbgutbasierten hat man jetzt die Intervalle ausgedehnt auf 6 Wochen. Und beim Vektorimpfstoff von AstraZeneca empfiehlt man 11 bis 12 Wochen. Und der Impfstoff von Johnson & Johnson, der im April auch verfügbar werden wird, der bedarf nur einer Impfung und damit keiner zweiten Teilimpfung. Also hier gibt es Unterschiede, die sich übrigens auch bei den sogenannten Impfreaktionen widerspiegeln. Es gibt nichts umsonst. Auf eine Impfung reagiert man. Und diese Reaktion ist auch etwas ganz Normales. Das Immunsystem zeigt damit an, dass es mit etwas konfrontiert wurde, daran jetzt übt und trainiert für den Echtfall. Solche Impfreaktionen können örtlich auftreten, das heißt an der Stelle, an der geimpft wurde, eine Rötung, eine Schwellung, eine Überwärmung oder Schmerzhaftigkeit für einige Tage. Impfreaktionen können aber auch durchaus den ganzen Körper erfassen. Es kann erhöhte Temperatur geben, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, ausgeprägte Müdigkeit. Das sind aber dann keine Nebenwirkungen, sondern das sind normale Impfreaktionen, die sich üblicherweise nach 2 bis 3 Tagen auch wieder vollständig zurückbilden. Übrigens, ältere Menschen berichten solche Impfreaktionen selten oder viel seltener als jüngere Menschen. Das hat auch mit der Reaktionsfreudigkeit des Immunsystems zu tun, bedeutet aber nicht, dass man als älterer Mensch deswegen eine schlechtere Immunantwort hat, aber man hat weniger Impfreaktionen. Die Unterschiede zwischen den Impfstoffen sind aber auch hier präsent. Bei Vektorimpfstoffen hat man üblicherweise bei der ersten Teilimpfung etwas ausgeprägtere Reaktionen und dafür bei der zweiten Teilimpfung dann etwas weniger. Bei den erbgutbasierten Impfstoffen ist es genau umgekehrt. Hier wird meistens auf die erste Impfung weniger Reaktion gezeigt als auf die zweite. Aber Impfreaktionen sind nicht per se etwas Negatives, sondern zeigen nur die Aktivität des Immunsystems an. Wichtig ist, dass diese Wirkung erzielt wird, schwere Verläufe zu verhindern. Wir können das derzeit ablesen, auch am gesunkenen Altersschnitt der Patientinnen und Patienten, die wir im Spital zu betreuen haben. Die Impfung bei den über 80-Jährigen hat offensichtlich Wirkung gezeigt, denn wir haben derzeit auf den Intensivstationen diese Patienten nicht zu betreuen. Das heißt, schwere Verläufe werden dort offensichtlich gut verhindert. Daher ist der Altersschnitt unserer Patienten im Vergleich zur zweiten Welle deutlich gesunken. Und daher sind wir auch optimistisch, dass wenn die Impfung fortschreitet und weitere Altersgruppen gut geschützt werden können, dass wir dieser Erkrankung allmählich die Giftzähne ziehen und den Schrecken nehmen können. Natürlich verändert sich dieses Virus aber auch weiter.
Und wir dürfen heute wohl nicht annehmen, dass es mit der Impfung, auf die Sie jetzt auch hin warten und hoffen, dass es mit dieser einen Impfung dann erledigt sein wird. Wir gehen heute davon aus, dass man nach der Impfung zumindest ein halbes Jahr lang einen sehr, sehr guten Schutz genießen wird. Aber dass wahrscheinlich dieser Schutz über die Zeit abnimmt und Auffrischungsimpfungen wieder notwendig werden. Auch das ist etwas, das für uns nicht gänzlich neu ist. Bei vielen Viruserkrankungen sind wir Auffrischungsimpfungen gewohnt. Von der Hepatitis angefangen bis zur Frühsommer-Meningoenzephalitis. Das ist die Erkrankung, die von den Zecken übertragen wird und wo seit Jahr und Tag Auffrischungsimpfungen etwas sind, das wir kennen und auch in Regelmäßigkeit alle paar Jahre durchführen. Das heißt, wir gehen davon aus, es wird nach Erreichen einer Immunität wohl Auffrischungsimpfungen brauchen. Über die genauen Abstände wissen wir noch nicht exakt Bescheid. Wir glauben aber, dass diese Zeitpunkte der Auffrischungsimpfungen immer auch Chancen sind, die Impfstoffe etwas zu verändern und damit den Impfschutz zu verbessern. Sie wissen und lesen darüber, dass es Virusmutationen gibt, neue Virusvarianten auftreten. Und so würden Auffrischungsimpfungen nicht nur die Möglichkeit bieten, das eigene Immunsystem wieder stärker zu machen, wieder zu wappnen gegen das Virus, sondern auch diesen Schutz gleich noch zu vervollständigen gegen neue Varianten. Und letztlich, und das ist die abschließende Bemerkung, interessiert uns bei der Impfung natürlich neben der Vermeidung der schweren Verläufe schon auch noch der Punkt, wie sieht es denn mit der Übertragung aus? Kann ich als Geimpfter mich darauf verlassen, dass ich jetzt auch nicht mehr als Überträger in Frage komme, dass ich also auch niemanden mehr anstecken kann? Diese Frage lässt sich leider noch nicht abschließend beantworten. Wir gehen nach derzeitigem Kenntnisstand sehr wohl davon aus, dass die Impfung nicht nur einen Schutz vor eigener schwerer Erkrankung bedeutet, sondern auch die Übertragung deutlich reduziert, aber vermutlich nicht auf null. Das heißt auch, dass man selbst mit einer Impfung noch infiziert werden kann, vielleicht auch dann einen positiven Test hat und auch infektiös sein kann. Und daher sind einmal weitere Schutzmaßnahmen jedenfalls weiter noch zu empfehlen, bis wir hier mehr Kenntnis haben über die genaue schützende Wirkung auf die Übertragung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Lamprecht, für diese ersten einführenden Informationen. Wenn ich das zuletzt Gesagte in einem Satz zusammenfassen darf, die Impfung schützt vor allem also mich selbst vor einem schweren Verlauf und das schützt wiederum viele Leben, viele Menschenleben und daher ist die Impfung zur Pandemiebekämpfung entsprechend wichtig und wertvoll. Ich habe eingangs bereits gesagt, wir haben viele, viele Fragen zugesendet bekommen und ich habe versucht, diese Fragen jetzt thematisch etwas zu ordnen und möchte beginnen auch mit der Impfanmeldung, mit der Impforganisation, mit der Impfreihenfolge, weil in diesem Bereich einfach viele, viele Fragen auch gekommen sind. Die wesentliche Information ist, denke ich, für all jene, die noch nicht geimpft sind, noch keine Impfung bekommen haben, eine Anmeldung über die Impfplattform ooe-impft.at. Das geht entweder online oder auch telefonisch über das Bürgerservice des Landes Oberösterreich. Darf ich gleich die Frage stellen, liebe Christine, was passiert dann, wenn ich dort angemeldet bin? Wie ist dann der weitere Ablauf? Wie du richtig gesagt hast, ist ganz besonders wichtig, dass man sich anmeldet auf dieser Plattform. Und selbst wenn man schon älter ist als 65 oder älter als 80 ist oder älter als 90 ist, bitte unbedingt anmelden. Wir haben eben zum aktuellen Zeitpunkt im April den Schwerpunkt, dass wir die über 65-Jährigen impfen. Das ist eine ganz klare Vorgabe von Seiten des Bundes und das setzen wir auch konsequent um. Das heißt, wir gehen davon aus, also wir wissen, dass wir in Oberösterreich ungefähr 280.000 über 65-Jährige haben. Wir rechnen damit, dass sich ungefähr 70% impfen lassen wollen. Wir wissen dann, dass schon ungefähr 100.000 Menschen geimpft sind. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie viel Impfstoff wir im April geliefert bekommen werden, das sind ungefähr 124.000 Dosen, dann wird sich das
ganz, ganz gut ausgehen. Damit wir aber Sie auch kontaktieren können, damit wir eben entsprechend die Damen und Herren auch einladen können, ist es wichtig, dass man sich registriert. Dann erhält man kontinuierlich eine Nachricht, dass man sagt, jetzt ist es soweit, jetzt können Sie sich anmelden, Sie sind jetzt dran. Zum aktuellen Zeitpunkt ist es so, dass wir insbesondere die jüngste Person, die jetzt die Impfeinladung erhalten hat, die ist am 24. August 1946 geboren. Das heißt, wir sind jetzt schon bei den 75-Jährigen angelangt. Und eben auch, wenn man älter ist und sich jetzt erst registriert, bekommt man eine Einladung. Wichtig ist, sich registrieren, und dann wird es im April auch ganz gut funktionieren mit der Impfung. Danke für diese erste Fragebeantwortung. Ist eh schon einiges drinnen gewesen, auch betreffend der Reihenfolge, denn wir haben ganz, ganz viele Fragen. Ich bin 71, wann komme ich dran? Ich bin 73, wann komme ich dran? Ich bin 69, wann komme ich dran? Vielleicht kann man auf diese Reihenfolge noch einmal im Detail eingehen. Beziehungsweise gibt es natürlich dann auch Fälle, wo man sagt, okay, ich kenne jemanden, der ist jünger als ich, hat schon eine Impfung bekommen. Wie kann das gehen? Es ist grundsätzlich so, dass wir uns dem Jahrgang entsprechend nach unten impfen. Das heißt, die älteren Personen bekommen zum Beispiel heute eine Einladung, die ein, zwei Jahre jünger sind, nächste Woche. Das heißt, jede Woche werden wir neue Zielgruppen erschließen, bis wir eben Ende April bei den 65-Jährigen angelangt sind. Ja, es kann sein, dass Jüngere schon eine Impfung erhalten haben. Vielleicht, wenn sie sich um Hochrisikopatientinnen und Patienten kümmern, wenn sie Angehörige sind von Familienmitgliedern in den Alten- und Pflegeheimen, dann kann das in den letzten Wochen schon passiert sein. Oder auch wenn man Hochrisikopatient ist. Das heißt, auch hier gab es entsprechende Impfungen, auch parallel. Aber wichtig ist, dass man sich eben registriert, und dann bekommt man in den nächsten Wochen eine Einladung. Die 65-Jährigen eben wahrscheinlich in der letzten Aprilwoche, und je älter man ist, in den kommenden Wochen bereits. Vielen Dank. Die nächste Frage geht in die Richtung, wo wird eigentlich geimpft? Es gibt ja einige Impfstraßen, die zentral organisiert sind, beziehungsweise wird jetzt auch schon bei den Allgemeinmedizinern, bei den Hausärzten vor Ort geimpft. Wie ist da der aktuelle Stand? Wir haben Gott sei Dank viele Hausärztinnen und Hausärzte, die sich freiwillig gemeldet haben, dass sie impfen. Und die haben übernommen, dass sie die Hochrisikopatientinnen und Patienten impfen. Das heißt, das passiert in den Ordinationen draußen. Und gleichzeitig haben wir aber eben eine große Menge an Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher, die wir in den Impfstraßen impfen. Wir haben zum aktuellen Zeitpunkt Impfstraßen in allen Bezirken des Landes. Wir werden die auch noch konsequent ausbauen. Das Ziel ist, dass wir mehrere Standorte pro Bezirk auch haben, wenn wir dann schlussendlich daran denken, dass wir ja ein Impfangebot für fast 1 Million Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher zur Verfügung stellen werden. Wir impfen so, dass man eben bei diesen Impfstraßen, bei diesen großen Standorten auch in den nächsten Wochen geimpft werden kann. Das hat auch logistische Vorteile, dass da auch viele Menschen gut beraten und gleichzeitig geimpft werden können. Da geht es rascher. Wir schaffen es dadurch, viele Menschen in kurzer Zeit auch zu impfen. Ich empfehle, wenn man Sorge hat, eventuell auch vorher noch einmal mit dem Hausarzt zu impfen. Aber wir haben es uns auch in Oberösterreich gut aufgeteilt zwischen dem Roten Kreuz, das auch die großen Impfstraßen begleitet, und eben den Hausärztinnen und Hausärzten, die sich insbesondere um die Hochrisikopatientinnen und Patienten annehmen. Danke. Wenn jetzt jemand bei der Impfplattform ooe-impft.at registriert ist und ein Alter hat, zum Beispiel 85, der eigentlich schon hätte dran sein müssen und noch keine Impfeinladung bekommen hat, was soll konkret diese Person dann unternehmen, um eine Impfeinladung zu bekommen? Wichtig ist, sich registrieren. Wenn es trotz der Registrierung irgendwie nicht funktioniert,
dann würde ich vorschlagen, dass man sich einfach auch meldet, entweder beim Seniorenbund und dann bei uns auch, dann gehen wir dem auch gerne nach. Aber grundsätzlich werden die Daten gut gewartet. Wenn jemand zum Beispiel nur beim Hausarzt sich registriert hat, ich weiß, viele Hausärzte führen auch selber Listen, dann bitte unbedingt auch gleichzeitig auf der Homepage registrieren. Wenn man selbst nicht kann, bitte jemand bitten, der das dann auch entsprechend übernimmt. Da gibt es gute Unterstützung und Hilfe auch. Und dann wird eine Impfeinladung kommen. Und die nächste Frage geht auch in die Richtung Priorisierung. Du hast bereits gesagt, die über 65-Jährigen werden jetzt im April laut Impfplan des Bundes prioritär geimpft. Bis Ende des Monats sollen alle über 65-Jährigen, die das wollen, ein Impfangebot erhalten. Es kommen doch dann trotzdem immer wieder Fragen, warum werden Lehrer vorgezogen, warum werden Feuerwehrleute vorgezogen, wie kann man das sozusagen begründen? Das ist eine berechtigte Frage, aber auch eine sehr heikle Frage. Zum einen ist es so, dass kein Land impfen kann, wie es denn möchte, sondern es gibt ganz konkrete Vorgaben vom Gesundheitsministerium. Es gibt einen Phasenplan, drei Phasen. Wir sind jetzt in der zweiten Phase. In der ersten Phase wurden die Bewohnerinnen und Bewohner und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Alten- und Pflegeheimen geimpft, sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern. Jetzt sind wir in der zweiten Phase. Da steht eben drinnen, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die über 65-Jährigen, die Polizistinnen und Polizisten zu impfen sind. Und dann kommen wir in die dritte Phase, wo alle anderen Menschen in Oberösterreich und in Österreich sich ja auch wiederfinden. In dieser zweiten Phase geht es darum, dass wir zum einen jene schützen, die ganz besonders schutzwürdig sind, das sind die älteren Menschen. Das gelingt uns ganz gut, indem wir hier auch einen Schwerpunkt setzen. Zum Zweiten müssen wir jene schützen, die uns schützen. Das sind eben insbesondere die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen. Wenn wir aber ehrlicherweise sind, dann sind es auch jene, die beim Roten Kreuz arbeiten und die uns helfen, wenn es einmal wo brennt oder die zum Unfall kommen und uns da auch unterstützen und sich selbst ganz brenzligen Situationen auch aussetzen. Das heißt, wir versuchen hier auch die Feuerwehrler in den letzten Wochen ein gewisses Impfangebot zu geben. Wir müssen wissen, wir haben ungefähr 90.000 Feuerwehrler Frauen und Männer und wir konnten ungefähr 1.500, 2.000 Menschen eine Impfung geben. Jetzt im April ist das eh nicht möglich, da setzen wir ganz bewusst einen Schwerpunkt auf den älteren Menschen. Gleichzeitig haben wir auch am Wochenende 14.000 Pädagoginnen und Pädagogen geimpft. Wir haben in Oberösterreich ungefähr 40.000 Menschen, die von der Grappelstube und Kindergarten bis zur Matura unsere Kinder betreuen. Und auch die brauchen einen Schutz, weil im Kindergarten, in der Schule, da ist es nicht möglich, Abstand zu halten. Das heißt, die sind aus einem guten Grund in dieser Phase 2 priorisiert. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir alles tun, damit die Schulen offen halten. Wenn Sie an Ihre Enkelkinder denken, dann glaube ich, es ist wichtig, dass Sie lernen können. Und Lernen ist viel mehr als im Distance Learning vom Computer zu sitzen, sondern es braucht ganz dringend diese Begegnung in der Schule, es braucht dieses Miteinander, diese Interaktion und darum ist es wichtig, dass wir die Pädagoginnen und Pädagogen, die sich um unsere Kinder auch kümmern, wirklich auch schützen. Das haben wir versucht. Wir haben leider auch dafür nicht den ausreichenden Impfstoff, aber wir haben einmal angefangen bei den Volksschullehrerinnen und Lehrern zum Beispiel, damit die Schule, wenn möglich, offen gehalten werden kann. Danke und es sei noch einmal erwähnt, dass Oberösterreich bei der Impfung der älteren Generation wirklich eine Vorreiterrolle eingenommen hat und sich das auch in den Sterbezahlen mit der Begründung Corona entsprechend niederschlägt und das ist auch wirklich toll, dass das so organisiert wurde. Ich bleibe gleich bei der Priorisierung. Der Oberösterreichische Seniorenbund bekommt auch viele Anfragen, weil wir natürlich in unserer Mitgliederstruktur auch viele pflegende Angehörige haben, Menschen, die sich um Familienmitglieder kümmern, die zu Hause pflegen, die aber im Impfplan sozusagen nicht explizit abgebildet sind. Wann können pflegende Angehörige oder auch andere ehrenamtlich Tätige, wie Menschen, die sich bei Essen auf Rädern oder ähnlichen ehrenamtlichen Engagements aktiv zeigen, wann können sie mit einer Impfung rechnen?
Ich weiß, das ist ein schwieriges Thema. Leider Gottes finden sich die pflegenden Angehörigen aufgrund der Begrifflichkeit erst in dieser Phase 3, die erst kommen wird. Aber manche pflegende Angehörige, eben wenn sie über 65 Jahre alt sind, werden sie im April auch geimpft werden. Und manche bekommen auch eine Impfung, wenn nämlich der Angehörige selbst Hochrisikopatient ist und nicht geimpft werden darf aus unterschiedlichen Gründen, dann kann es möglich sein, dass diese pflegenden Angehörigen geimpft werden. Da braucht es aber auch einen entsprechenden Kontakt mit dem Hausarzt, mit dem behandelnden Krankenhaus. Fakt ist, dass Sie im Impfplan, der von Bundesseite kommt, den wir wirklich auf Punkt und Beistrich umsetzen müssen, eben erst in dieser Phase 3 berücksichtigt sind. Vielen Dank. Abschließend zum Thema Impforganisation, Impfanmeldung darf ich noch fragen, ob es sozusagen eine logistische Sicherheit gibt, dass, wenn ich bereits eine Erstimpfung erhalten habe, ich dann auch eine Zweitimpfung fix bekomme, nicht, dass ich dann sozusagen zu lange warten muss. Wie ist da der aktuelle Stand? Das ist die einzige logistische Sicherheit, die ich geben kann. Ja, die Zweitimpfungen halten. Das ist ganz besonders wichtig und wirklich auch für uns ganz klar, dass wir alles dafür tun, dass diese Impfungen durchgeführt werden. Leider Gottes ist es teilweise wirklich schwierig mit den Lieferungen. Wir erfahren am Freitag oft, dass es am Montag anders wird. Das heißt, es muss manchmal, das ist erst kürzlich wieder passiert, ein Impftermin kurzfristig für eine Erstimpfung abgesagt werden. Das ist unglaublich unerfreulich für alle Seiten. Das sind eben Lieferprobleme. Aber die Zweitimpfungen, die halten in Oberösterreich auf jeden Fall. Das ist also fix so eingeplant und das ist auch gut so. Ich appelliere wirklich auch an die Solidarität des Einzelnen, hier nicht bei der Impfung zu unterscheiden, ich oder du, sondern es ist, glaube ich, eine gute Perspektive, dass vor allem die Zielgruppe der über 65-Jährigen jetzt bis Ende April, nämlich jene, die das wollen und wünschen, auch ein Impfangebot bekommen. Und das ist, glaube ich, wirklich eine Perspektive, die zeitnah ist und wo man den Horizont sehen kann und wo man wirklich dann wieder schrittweise zurück zu einem normaleren und sicheren Leben finden kann. Ich darf nun gleich weiterführend zum nächsten Themenkomplex bekommen und da geht es um die Wirkung der Impfstoffe. Da darf ich mich in erster Linie an den Dr. Lamprecht richten. Sie haben ja eingangs schon einiges über die Wirksamkeit der Impfstoffe erwähnt, haben schon ausgeführt, welche verschiedenen Formen von Impfstoffen es gibt, wie sie auch wirken. Ich möchte noch einmal trotzdem die konkrete Frage stellen, weil das auch wirklich oft gekommen ist. Wirkt der Impfstoff zu wie viel Prozent vor einer Infektion und zu wie viel Prozent vor einem schweren Verlauf, dass wir das noch einmal wirklich klar auch darlegen für alle Zuseherinnen und Zuseher. Ja, vielen Dank. Also die Wirkung der Impfung gegen einen schweren Verlauf darf an sich erst nach vollständiger Impfserie beurteilt werden. Das heißt, bei den jetzt in Österreich verfügbaren Impfstoffen, wo ja überall zwei Teilimpfungen notwendig sind, Johnson & Johnson ist ja noch nicht geimpft worden. Also bei denen, wo zwei Teilimpfungen notwendig sind, kann man seine volle Wirkung nach der zweiten Teilimpfung erwarten. Und das, was wir aus den Impfstoffstudien gesehen haben und jetzt auch aus der tatsächlichen Praxis in der Anwendung ist, dass hier ein wirklich nahezu vollständiger Schutz vor schwerer Erkrankung gewährleistet werden kann. In den Studien wird das sogar mit 100% angegeben. Aber ich sage Ihnen ehrlich, in der Medizin gibt es keine 100%. Natürlich wird das nicht in jedem Einzelfall möglich sein, aber alleine Werte, die an die 100% heranreichen, zeigen, das ist extrem verlässlich, dass schwere Verläufe dann nicht stattfinden. Milde Verläufe sind sehr wohl möglich. Das heißt, das Auftreten von Symptomen, aber eben nicht so schweren Symptomen, dass eine Krankenhausbehandlung oder gar Intensivbehandlung notwendig wird. Hier gehen die Prozentsätze naturgemäß auseinander. Hier fehlen uns wohl auch noch die Langzeiterfahrungen. Aber es kann auch in ihr mit einem hohen Prozentsatz von der Verhinderung moderater Verläufe ausgegangen werden.
Und eine Infektion, die kann eben nicht verlässlich ausgeschlossen werden. Denn Infektion bedeutet ja, dass man mit einem Virus wieder in Kontakt kommt. Und das kann kein Impfstoff gänzlich unterbinden. Sonst würde man ja so etwas wie einen Schutzschirm vor sich herumtragen, der praktisch verhindert, dass Tröpfchen auf einen auftreffen können. Und das geht nicht. In dem Moment, wo also Virus wieder auf unsere Körperoberflächen trifft, ist eine Infektion prinzipiell möglich. Und das Immunsystem ist auch bei anderen Erkrankungen nicht immer in der Lage, das so zu unterbinden, dass es zu keiner Virusvermehrung und damit nicht auch zu einem positiven Testergebnis kommen kann. Aber schwere Verläufe, die lassen sich offensichtlich gut verhindern. Und da würde ich sagen, es kommt sehr, sehr nahe an die 100% heran. Vielen Dank. Sie haben auch schon eingangs erwähnt, welche Impfstoffe derzeit in Europa und auch in Österreich zugelassen sind. Oft kommt auch die Frage, warum kann ich mir den Impfstoff nicht selbst aussuchen? Warum habe ich da selbst keine Entscheidungsfähigkeit dazu? Im Moment wird der Hauptgrund dafür wohl darin begründet sein, dass es nicht ausreichend Impfstoff gibt. Und dass der Impfstoff, der in Österreich eintrifft und ja auch sofort verimpft werden soll, als Angebot eben dasteht, das angenommen oder eben nicht angenommen werden kann. Ich würde hier in jedem Fall zur Annahme dieses Angebotes raten, denn sich jetzt möglichst frühzeitig einen recht verlässlichen Schutz vor einer schweren Erkrankung verschaffen zu können, ist aus meiner Sicht die bessere Entscheidung als das Warten auf einen perspektivisch irgendwann verfügbaren Impfstoff. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es in einigen Monaten in Österreich bei den kolportierten Bestellmengen einen Überfluss an Impfstoff geben wird und dass es dann gut denkbar ist, dass auch eine Auswahl besteht. Vor allem auch, weil man Erfahrungen sammeln wird, das ja auch laufend tut, welche Impfstoffe bei welcher Altersgruppe besonders ideal sind. Und zwar ideal im Sinne von, dass sie bei einer bestimmten Altersgruppe möglichst wenig Impfreaktionen hervorrufen, vielleicht auch eine besonders lange Immunität damit einhergeht. Das alles gilt es jetzt sicherlich zu beobachten. Das kann gut sein, dass wir in einigen Monaten viel präziser wissen, für welche Altersgruppe welcher Impfstoff der ideale ist. Im Moment ist der Impfstoff, den man bekommen kann, aus meiner Sicht der ideale, denn er vermittelt einen verlässlichen Schutz vor schwerer Erkrankung. Sonst bleibt uns nur Abstand, Kontaktreduktion, Mund-Nasen-Schutz. Und das sind Maßnahmen, die wir natürlich nicht auf Dauer als alleinige Waffe gegen die Viruserkrankung nützen wollen. Also eine klare Empfehlung auch für die Impfung. Ich möchte trotzdem noch speziell auf den, auch aus aktuellen Gründen auf den Impfstoff AstraZeneca eingehen. Da war es ja zuerst so, dass er nicht für die über 65-Jährigen zugelassen war. Dann wurde er nach einer Zeit auch für die über 65-Jährigen zugelassen. Dann haben einige europäische Länder kurzfristig diesen Impfstoff ausgesetzt. Und Deutschland hat jetzt gestern gesagt, wir impfen jetzt nur mehr die über 60-Jährigen. Da ist es doch in gewisser Weise verständlich, dass wenn das auch in der Öffentlichkeit so diametral diskutiert wird, dass da Unsicherheit bei der Bevölkerung entsteht. Wie sehen Sie das? Ich möchte vielleicht folgende Sicherheit gerne mitgeben. Alle Impfstoffe, die derzeit in Europa von der EMA geprüft und zugelassen sind, erfüllen die Kriterien, dass sie wirksam sind und sicher sind. Das bedeutet nicht, dass es nicht in zahlreicher Anwendung dann die Beobachtung geben kann von Nebenwirkungen. Das war auch zum Zulassungszeitpunkt bereits klar, dass man zwar wohl auf Tausende Personen zurückblicken kann, die in den Studien diesen Impfstoff erhalten haben, aber eben nicht auf Millionen. Und dass sich die Situation ändern kann, wenn einmal Millionen Menschen damit geimpft wurden und damit auch sehr, sehr seltene Nebenwirkungen erst zutage treten, die man bei Tausenden und Zigtausenden untersuchten, einfach noch nicht sehen konnte, weil sie so selten sind. Jetzt ist es so, dass für den Impfstoff von AstraZeneca beschrieben wurde, dass es sehr, sehr selten zu Gerinnungsstörungen kommen kann. Das wurde in erster Linie in der Altersgruppe unter 60 Jahren beobachtet. Daher in Deutschland derzeit diese Diskussion darüber, den Impfstoff
in der Altersgruppe über 60 und nicht darunter einzusetzen. Und ich bin gespannt, wie das nationale Impfgremium in Österreich die Situation beurteilen wird und vor allem auch, ob die Europäische Arzneimittelbehörde hier eine klare Stellungnahme abgeben wird. Derzeit ist der Impfstoff jedenfalls von der EMA für alle Altersgruppen offen und er ist auch in allen Altersgruppen wirksam. Die Nebenwirkungen, die jetzt beobachtet wurden, sind ernst zu nehmen und abzuklären. Das ist überhaupt keine Frage. Sie sind allerdings ausgesprochen selten. Und ich denke, es wird jetzt eine auch individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung in vielen Fällen brauchen. Bei einer Infektion haben wir derzeit den Eindruck, dass das Verhältnis oder die Wahrscheinlichkeit 1 zu 100 ist, bei einer Infektion einen schweren Verlauf zu erleben und womöglich sogar intensivmedizinisch betreut werden zu müssen. Bei der Impfung scheint es nach derzeitigem Kenntnisstand eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 100.000 zu geben, dass eine relevante Nebenwirkung beobachtet wird. Das ist nicht wenig, schon gar nicht, wenn jemand gesunder zur Impfung geht. Aber wir müssen auch die Pandemiesituation und das Risiko der Infektion hier mit einkalkulieren. Und ich habe absolutes Vertrauen, dass das nationale Impfgremium in Österreich hier eine gute Stellungnahme demnächst abgeben wird. Danke auch für diese Einschätzung. Konkret auch noch zur Impfung. Wie viel Schutz besteht bereits nach der ersten Teilimpfung und wie viel Zeit muss vergehen, dass ich nach der zweiten Teilimpfung dann vollständig immunisiert bin? Es gibt ja derzeit in Oberösterreich viele Menschen, die bereits die erste Impfung erhalten haben, aber noch auf die zweite Impfung warten. Das ist auch eine Frage, die häufig gekommen ist. Ja, eine ganz berechtigte Frage. Ungefähr 3 Wochen nach der ersten Teilimpfung besteht schon ein ausgezeichneter Schutz. Und es ist auch so, dass bei den Impfungen, wo es 2 Teilimpfungen braucht, der größere Teil des Schutzes von der ersten Teilimpfung ausgeht und die zweite Teilimpfung praktisch nur noch die Verfeinerung macht. Daher ist die erste Teilimpfung besonders wichtig und deren Effekt ist nach ungefähr 3 Wochen ablesbar. Er ist damit natürlich noch nicht ganz so hoch wie der Gesamteffekt nach der zweiten Teilimpfung, aber er kommt schon sehr, sehr nahe daran heran. Wir sehen das ja auch in Ländern, Schottland oder Israel, wo viele Menschen bereits nach einer Teilimpfung eine deutliche Reduktion ihres Risikos erleben und die Zahlen in den Spitälern rapide zurückgegangen sind, obwohl dort noch nicht bei allen eine zweite Teilimpfung verabreicht werden konnte. Also, erste Teilimpfung ist wichtig, aber die Wirkung noch nicht am übernächsten Tag, sondern eigentlich erst nach ungefähr 3 Wochen verlässlich vorhanden. Wir haben auch über Impfreaktionen gesprochen. Wenn ich jetzt quasi eine schwere Impfreaktion habe, wenn ich kürzlich bei der Impfung war, welche Reaktionen sind normal und was soll ich im Einzelfall unternehmen oder tun? Oder ab wann besteht Handlungsbedarf? Nun, wichtig ist vielleicht vor allem im Lichte der Diskussion über Impfreaktion versus Nebenwirkungen das Zeitfenster. Impfreaktionen, egal ob örtlich oder den ganzen Körper betreffend, sind im Normalfall zwischen dem Tag der Impfung und 3 Tagen nach der Impfung. Innerhalb dieses Zeitfensters spricht man von Impfreaktionen. Ich habe Ihnen vorher einige aufgezählt. Örtlich ist das Rötung, Schwellung, Schmerzhaftigkeit. Und generalisiert oder den ganzen Körper betreffend kann das sein erhöhte Temperatur, durchaus auch Fieber, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Unwohlsein, ausgeprägte Müdigkeit. Wenn allerdings 4-5 Tage nach der Impfung Beschwerden auftreten oder Beschwerden noch zu diesem Zeitpunkt anhalten, dann bitte mit dem Impfarzt oder Hausarzt Kontakt aufnehmen, um das zu besprechen und um abzuklären, ob dem weiter nachgegangen werden muss und was gegebenenfalls die nächsten konkreten Schritte sind. Also hier eine klare Empfehlung zur ärztlichen Abklärung. Das ist in jedem Fall auch natürlich zu empfehlen. Eine weitere Frage, die gekommen ist, ist grundsätzlich eine Antikörperbestimmung machen zu lassen, sinnvoll, entweder um zu erfahren, ob ich symptomlos an Corona erkrankt war oder auch um festzustellen, ob die Impfung, wenn ich bereits geimpft bin, entsprechende Wirkung hat und Antikörper
produziert hat. Wie ist da die medizinische Meinung dazu? Nun, einmal gibt es hier die Feststellung des Nationalen Impfgremiums, die sagen, dass vor einer Impfung eine solche Antikörperbestimmung nicht erforderlich ist, weil die Impfung praktisch jedem Menschen empfohlen werden kann, unabhängig davon, wie jetzt der Antikörperbefund aussieht. Natürlich gibt es davon ein paar Abweichungen. Man würde sagen, jemand, der die Erkrankung schon durchgemacht hat, der ist wohl nach seiner Erkrankung für einen Zeitraum von ungefähr 6 Monaten verlässlich geschützt und muss also nicht vorher geimpft werden. Aber auch er muss keine Antikörperbestimmung machen vor der Impfung. Die zweite Situation ist die Bestimmung der Antikörper nach der Impfung. Wenn das jemand für sich in Anspruch nehmen möchte, hier gibt es also auch keinen Muss aus medizinischer Sicht, aber wenn das jemand gerne möchte, dann macht es erst ungefähr 2 bis 3 Wochen nach der zweiten Teilimpfung Sinn, denn dann ist die Antikörperbildung in vollem Maße gelungen und daher der Befund am aussagekräftigsten. Zwingend notwendig ist das nicht, wohl auch im Wissen, dass wir mit der Bestimmung der Antikörper letztlich nur einen Teil des Immunsystems abbilden können. Und zwar jenen Teil, der eben von Antikörpern vermittelt wird. Daneben gibt es ja auch noch von anderen Immunzellen eine gewisse Wirkung und die können wir mit diesem Test gar nicht messen. Das heißt, die Werte alleine sind auch nicht wirklich der Gradmesser für, wie gut bin ich geschützt, sondern sie geben uns nur ganz grobe Orientierung. Wenn Sie das machen und in einem Labor sich also Blut abnehmen lassen und das analysiert wird, bekommen Sie in jedem Fall einen Befund mit einer Zahlenangabe. Und dann müssen Sie unbedingt auf den sogenannten Normalbereich achten. Das heißt, Ihr Befund sollte nicht nur und wird nicht nur eine Zahlenangabe beinhalten, zum Beispiel einige hundert oder wenige tausend, sondern er wird daneben, meist in Klammer, auch den Normalbereich oder Referenzbereich angeben. Und von diesem Normal- oder Referenzbereich sollte bei einer guten Immunantwort der bei Ihnen gemessene Wert jedenfalls deutlich entfernt sein, also deutlich höher liegen. Und je weiter er hier vom Normalbereich entfernt ist, umso ausgeprägter ist wohl der Schutz auch noch über die nächsten Monate. Das heißt, man kann ein bisschen daran ablesen, wie lange dieser Schutz reichen wird. Aber man kann nicht vergleichen, ob 1000 hier besser ist als 700. Denn hier reagiert jedes Immunsystem anders. Wichtig ist nur, dass eine Reaktion vorhanden ist. Noch eine medizinische Fachfrage dazu. Gibt es zwischen den Antikörpern, die durch eine Erkrankung hervorgerufen wurden, oder den Antikörpern, die durch die Impfung gebildet werden, einen Unterschied oder sind die sozusagen medizinisch gleich? Die kann man aus medizinischer Sicht tatsächlich als gleich betrachten. Ich weiß, dass immer wieder die Behauptung aufgestellt wird, die Immunität, die man aus einer durchgemachten Erkrankung erhält, die sei viel besser als das, was aus der Impfung entsteht. Aber das ist nicht richtig, sondern tatsächlich hat man nach der Impfung eine sehr, sehr gute Immunantwort und die ist im Regelfall sogar standardisierter und besser über die Zeit als das aus einer durchgemachten Erkrankung, es sei denn, die Erkrankung war sehr schwer. Aber dann hat man sich diese Immunantwort ja auch sehr, sehr leidvoll erarbeitet. Bei einer sehr leichten Erkrankung ist nicht mit einem so verlässlichen Schutz zu rechnen wie mit der Impfung. Insofern ist die Impfung hier zweifellos der beste Weg, um zu einer verlässlichen Schutzwirkung zu kommen. Und wir können das auch nach einem anderen Beispiel ablesen. Dort, wo das Virus sich verändert, macht es nicht nur der Immunitätsschwierigkeiten, die man mit der Impfung erzielt, sondern auch jener Immunität, die aus einer vorangegangenen eigenen Erkrankung stammt. Insofern also sehr, sehr gute Vergleichbarkeit jener Immunität aus der Erkrankung und jener, die man mit der Impfung sich aneignen kann. Vielen Dank. Abschließend beim Fragenblock zur Wirkung des Impfstoffs darf ich Sie noch fragen. Wenn man jetzt geimpft ist, hat man natürlich einen gewissen Schutz. Man schützt sich selbst vor einem schweren Verlauf. Man sollte aber, denke ich, nicht alle Schutzmaßnahmen dann über Bord werfen. Welche besonderen Schutzmaßnahmen für Geimpfte sind empfehlenswert aus Ihrer medizinischen Sicht? Nun, einerseits sollte man vorerst noch nicht alle Maßnahmen über Bord werfen, weil man damit ja auch eine Beispielwirkung hat. Und zweitens auch, weil es nicht sinnvoll wäre, unnötige Risiken in der gegenwärtigen Situation einzugehen. Also
die Kontakte vorerst noch auf das notwendige Maß zu reduzieren, macht Sinn. Und die Abstände einzuhalten bei Kontakten ist ebenso empfehlenswert wie dort, wo nicht klar ist, ob man mit anderen Personen, die bereits geschützt sind oder die negativ getestet sind, in Kontakt kommt, auch bitte die Maske zu verwenden. Das ist deswegen wichtig, weil wir nicht verlässlich sagen können, dass nicht zumindest eine milde Erkrankung auftreten kann. Und das gehört momentan auch vermieden, denn wir wollen jedes Leid den Menschen gerne ersparen. Und auch eine milde Erkrankung kann einmal Folgen nach sich ziehen. Das heißt, wenn man das verhindern kann, im Moment mit den Maßnahmen wäre das gut. Wir glauben nicht, dass es eine Dauerlösung sein wird, denn wir rechnen natürlich damit, wenn mehr Menschen geimpft sind, dass sich dieses Problem schrittweise erübrigen wird. Aber im Moment sind es eben noch sehr wenige, die diesen Impfschutz genießen. Und sie stehen einer Vielzahl von Menschen gegenüber, die diesen Schutz noch nicht haben und die damit auch in einer höheren Wahrscheinlichkeit potenzielle Überträger sind. Daher bitte, solange hier nicht so etwas wie eine Herdenimmunität hergestellt ist, nicht auf andere Schutzmaßnahmen vollständig verzichten. Vielen Dank. Von der Herdenimmunität sind wir noch einen Schritt entfernt. Leider steigen, wie eingangs erwähnt, auch in Oberösterreich die Inzidenzen, aber vor allem, und das ist ja die harte Währung, das sind die Intensivbetten. Liebe Christine, wenn ich an dich die Frage dazu stellen darf, wie ist da der aktuelle Stand in Oberösterreich konkret? Und öfters hört man auch die Frage, naja, warum kann man denn nicht Intensivkapazitäten erweitern, hier zusätzliche Betten schaffen. Das ist zwar in Oberösterreich natürlich passiert in den letzten 14 Tagen, aber warum geht hier nicht mehr? Das ist eine Frage, die man auch immer wieder hört. Das ist eine wirklich schwierige Frage. Und zwar, wir müssen bedenken, dass ein Intensivbett ja nicht alleine für sich irgendwo stehen kann, sondern da braucht es die entsprechenden Geräte rundherum, da braucht es aber, und das ist das Wichtigste, ganz besonders geschultes und darauf ausgebildetes Personal auch, das heißt tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und da reicht es nicht, dass man irgendeinen Crashkurs binnen einiger Tage macht, sondern da gehört wirklich auch eine lange Ausbildungszeit dazu. Aktuell stehen wir in Oberösterreich bei 71 belegten Intensivbetten. Jetzt könnte man sagen, das ist ja gar nicht so viel, wenn man sich ein großes Krankenhaus anschaut. Aber wir müssen uns überlegen, dass es insbesondere in Oberösterreich in einem Normalzustand in ganz Oberösterreich 150 Intensivbetten gibt, die belegt sind von Patientinnen und Patienten, die entweder einen Herzinfarkt haben oder einen schweren Autounfall haben oder auch eine notwendige und richtigerweise zu erfolgende Operation, zum Beispiel im Rahmen einer Chemotherapie. Jetzt gelingt es uns, und das haben wir letztes Jahr schon gesehen, dass wir die Intensivbetten ausweiten können, indem wir ein bisschen umstrukturieren in den Häusern, indem wir auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anders aufteilen. Aber da sind wir bei dann maximal 300. Mehr geht leider einfach nicht, weil die entsprechenden Geräte nicht zur Verfügung stehen, weil auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer Summe, in ihrer Qualifikation dafür nicht ausgerichtet sind. Das heißt, diese 300 Betten können maximal in Oberösterreich ungefähr bespielt werden. Wenn wir jetzt, wie wir es im November, Dezember hatten, 150 Intensivbetten nur mit Corona-Patientinnen und Patienten belegen, dann bedeutet das umgekehrt, dass eben andere Patientinnen und Patienten nicht betreut werden können. Das heißt, die wirkliche Frage, die hinter der Belegung der Intensivbetten steht, ist, auf welche Leistungen müssen die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher verzichten? Was können wir nicht machen? Und da danke ich unseren Krankenhäusern, die immer drauf schauen, dass dringende und notwendige Operationen erfolgen, aber planbare Operationen, die wir verschieben können, die können zum aktuellen Zeitpunkt jetzt schon nicht mehr stattfinden. Und wenn immer mehr Betten belegt sind, auch immer weniger. Darum ist es wirklich so notwendig, dass die Zahlen sinken, aber dass insbesondere auch die Belegung der Krankenhausbetten sinkt, damit die Krankenhäuser sich um die anderen Menschen auch kümmern können in der gewohnten Art und Weise. Vielen Dank auch für diese konkrete Einschätzung. Und ich schlage vor, wir kommen gleich zum nächsten Fragenblock, und das betrifft vor allem die Risikopatientinnen und Patienten. In der Gruppe der Älteren gibt es natürlich erhöht Risikopatienten. Vielleicht die erste Frage an Dr. Lamprecht. Was sind denn konkret die
Vorerkrankungen, die zur Risikoeinstufung führen. Und es gibt ja da noch einmal Unterscheidung zwischen Hochrisiko- und Risikopatienten. Wie ist das aus medizinischer Sicht? Ja, also Erkrankungen, die mit einem besonders hohen Risiko für einen schweren Verlauf verbunden sind, das sind Erkrankungen, die zum Beispiel erhebliche Organfunktionen einschränken. Das wäre eine chronische Nierenfunktionsstörung, wo zum Beispiel Blutwäsche, sogenannte Dialyse, durchgeführt werden muss. Das wäre die Erkrankung zystische Fibrose, die auch Mukoviszidose genannt wird, mit einer meist hochgradigen Einschränkung der Lungenfunktion. Das sind andere schwere Erkrankungen, wie zum Beispiel schlecht eingestellter Diabetes, ein ganz schlecht eingestellter Bluthochdruck oder Erkrankungen, die mit einer Therapie einhergehen, die das Immunsystem schwächen, wo also eine Therapie durchgeführt werden muss, die zum Beispiel das Immunsystem entweder deutlich oder mittelgradig schwächt, zum Beispiel bei rheumatischen Erkrankungen, bei Krebserkrankungen, also eine Reihe von solchen Umständen. Daneben gibt es dann Erkrankungen, die zwar vielleicht nicht ein besonders hohes Risiko, aber auch ein erhöhtes Risiko darstellen. Da gehört auch mal ein gut eingestellter Diabetes, ein gut eingestellter Bluthochdruck dazu, ein Asthma bronchiale, eine chronische Bronchitis, eine chronische Herzschwäche, eine koronare Herzkrankheit. Also eine Reihe von häufigen Krankheitsbildern. Daher ist ja auch die Einbindung der Hausärztinnen und Hausärzte so entscheidend, denn die kennen ihre Patientinnen und Patienten, kennen auch die Konstellationen oft verschiedener Begleiterkrankungen und können hier sehr, sehr gut beraten, wann die Impfung in Anspruch genommen werden soll und bei wem sie besonders frühzeitig notwendig ist und daher eine entsprechende Priorisierung erfolgen muss. Danke für diese Klarstellung. Vielleicht gleich die Frage wohl weitergegeben an die Frau Landeshauptmann-Stellvertreterin. Die Einstufung als Risiko- oder Hochrisikopatient macht jetzt also der Hausarzt, der Allgemeinmediziner. Wie ist da der genaue Ablauf? Wer kommt auf wen zu? Wer kontaktiert wen? Ist das auch in Zusammenhang mit der Anmeldung auf der Impfplattform oe-impft.at? Wie ist da der genaue Ablauf? Herr Dozent Lamprecht hat schon gesagt, was denn unter Hochrisiko zu verstehen ist. Das ist auch nicht in jedem, das ist in allen Ländern gleich, und zwar, weil auch das der Bund vorgibt. Wir haben eine ganz genaue Liste bekommen, die der Herr Dozent eben vorgestellt hat, wo diese Krankheiten definiert sind. Und die Ärztinnen und Ärzte kennen diese Liste, und da ist es wichtig, dass man im Idealfall auf seinen behandelnden Hausarzt oder den behandelnden Arzt im Krankenhaus zugeht und fragt, ob man denn zu den Krankheiten zählt, die auf dieser Liste, die das Gesundheitsministerium ausgeschickt hat, auch draufsteht. Sollte man eventuell auch kontaktiert werden, weil es gibt ganz viele engagierte Hausärzte auch und im Krankenhaus sind auch viele engagierte Ärzte, die proaktiv auf ihre Patientinnen und Patienten zugehen, dann ist das erfreulich. Zur Not einfach nachfragen. Nur wir von selbst im Register wird das nicht berücksichtigt. Wir haben eben auch ausgemacht in Abstimmung mit der Ärztekammer, dass eben ganz bewusst das Gespräch mit den Ärztinnen und Ärzten gesucht wird. Das heißt, idealerweise registrieren auf der Homepage und gleichzeitig das Gespräch mit dem Hausarzt suchen, sollte der nicht von selbst auf einen auch zukommen. Das heißt, noch einmal zusammengefasst, die Einschätzung, wer Risiko-, wer Hochrisikopatient ist, diese Einschätzung trifft der zuständige Hausarzt. Und wenn dieser Hausarzt noch nicht mit potenziellen Risikopatientinnen und Patienten in Kontakt getreten ist, dann gehen Sie aktiv auf Ihren Hausarzt zu und fragen Sie auch nach und klären Sie die Risikoeinschätzung ab. Was ist nun, und es impfen ja nicht alle Hausärzte gegen Corona, wenn quasi mein Hausarzt oder mein zuständiger Hausarzt den Impfstoff nicht vor Ort verimpft, was mache ich dann?
Idealerweise ist es so konzipiert, dass der eigene Hausarzt weiß, wer der andere Arzt ist und jemanden zum Nachbararzt in der anderen Gemeinde schickt oder auch auf die Impfstraße. Die Ärztinnen und Ärzte haben sich das gut aufgeteilt. Ungefähr 700 Ärztinnen und Ärzte impfen selbst und wissen auch voneinander, wer eben an jemanden auch verweisen kann. Und sonst eben gibt es die Impfungen auf den Impfstraßen. Vielen Dank. Im Bereich der Risikopatienten sind natürlich auch viele dabei, die auch andere Medikamente einnehmen. Daher die Frage wiederum an Dr. Lamprecht, ist die Impfung gefährlich in Kombination mit der Einnahme von anderen Medikamenten, zum Beispiel Antidepressiva sind hier gekommen, oder auch, wie sieht es mit Allergien aus? Gibt es da quasi Besonderheiten, die man beachten muss? Im Hinblick auf Medikamente sind hier keine Einschränkungen bekannt. Die Impfung ist in diesen Situationen möglich. Es ist ja sogar regelhaft der Fall, dass gerade Menschen, die Erkrankungen haben, die ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe bedeuten, dass diese Erkrankungen behandelt werden und daher Medikamente eine ganz häufige und typische Begleiterscheinung dieser Zustände sind und die hindern eine Impfung nicht. Der einzige nachteilige Effekt mancher Medikamente könnte sein, wenn sie das Immunsystem unterdrücken, dass eventuell die Antwort auf die Impfung nicht so ausgeprägt erfolgt wie bei jemandem, der solche Medikamente nicht nehmen muss. Zum Beispiel eine ganz hochdosierte Cortisontherapie oder Medikamente hochdosiert gegen Rheuma, die diese Beschwerden und damit aber auch das Immunsystem beeinflussen. Aber es kann in diesen Situationen, und das ist entscheidend, keine Gefahr für den Geimpften entstehen. Es kann nur sein, dass die Impfantwort nicht ganz so hoch ausfällt wie bei jemandem, der diese Medikamente nicht braucht. Man sollte die Medikamente aber deswegen keinesfalls absetzen, nur in einigen ganz, ganz wenigen Situationen. Aber da sind die Betroffenen bei Spezialisten in Behandlung, die darüber Bescheid wissen. Gibt es Abwägungen, ob man manche Medikamente kurzfristig pausiert, die Impfung dann in einem bestimmten Zeitfenster durchführt und dann die Medikamente fortsetzt. Aber das sind Einzelfallentscheidungen bei ganz, ganz wenigen Präparaten und da kommen die Spezialisten zweifellos auf ihre Patienten verlässlich zu. Sonst bestehen hier keine Einschränkungen. Vielen Dank für diese Einschätzung und auch hier im Zweifelsfall natürlich um Abklärung mit dem behandelnden Arzt. Das ist, glaube ich, in so speziellen Situationen immer empfehlenswert. Wir kommen gleich zum nächsten Themenblock und noch einmal der Appell an alle potenziellen Risikopatientinnen und Patienten. Melden Sie sich bei Ihrem Hausarzt, er weiß Bescheid, er macht die Risikoeinschätzung und Abwägung und kann Ihnen eine entsprechende Auskunft auch hinsichtlich Risikogestaltung zu seinen Patienten entsprechend geben. Der nächste Themenblock ist Impfung nach Erkrankung. Wir haben bereits darüber gesprochen. Viele Menschen in Oberösterreich hatten ja bereits die Corona-Erkrankung, waren bereits infiziert, sind dadurch auch eine gewisse Zeit immun gegen eine neuerliche Infektion. Und da stellen sich natürlich auch ein paar Fragen. Zum Beispiel, und die darf ich wieder an Dr. Lamprecht richten, wenn man Covid erkrankt war, wie lange braucht man keine Impfung? Was ist die Empfehlung? Was soll man konkret tun? Ja, also heute am 31. März würde die Antwort darauf lauten, für ungefähr 6 Monate braucht es keine Impfung nach einer durchgemachten und symptomatischen Erkrankung. Ich sage deswegen, das ist der heutige Informationsstand, denn vielleicht wissen wir in 2-3 Monaten, dass der Schutz sogar noch wesentlich länger besteht und eine Impfung noch länger hinausgeschoben werden kann. Anfang des Jahres wussten wir das noch nicht in dem Maß und man hat auch Menschen, die in der zweiten Welle infiziert gewesen sind, zu einer sehr frühzeitigen Impfung geraten. Heute kann man sagen, 6 Monate ist wohl ein guter Schutz vorhanden. Die Impfung ist erst danach notwendig. Und wer schon die Erkrankung hatte, der wird nach dessen Kenntnisstand auch mit einer Impfung beziehungsweise einer Teilimpfung das Auslangen finden, um eine gute Auffrischung zu erfahren. Das ist bei den Impfstoffen von Relevanz, wo es prinzipiell 2 Teilimpfungen gibt.
bei dem Impfstoff von Johnson & Johnson bzw. Janssen, wo es ohne dies nur eine Impfung gibt, kann man das schlecht halbieren. Da wird es also die eine Impfung sein, auch für jemanden, der schon als genesen gilt und also nur eine Auffrischung braucht. Danke, und eine Ergänzungsfrage dazu. Wenn ich erkrankt war, aber einen milden Verlauf hatte oder keine Antikörper gebildet habe, ist dann ein Schutz gegen eine neuerliche Infektion gegeben? Muss ich impfen gehen oder habe ich noch einen Schutz die nächsten Monate? Wie ist da der aktuelle Stand? Kommt es da auf die tatsächlich im Körper befindlichen Antikörper drauf an? Ja, das ist leider ein Graubereich. Also wer so einen ganz milden Verlauf hatte und das dann selbstständig überprüft hat, indem er seine Antikörper bestimmen ließ und hier kein erhöhter Wert und damit sozusagen kein Schutz durch Antikörper nachweisbar gewesen ist, der hat mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen so verlässlichen Schutz für einen so langen Zeitraum. Es wäre aber auch falsch zu sagen, dass kein Schutz besteht, denn, und das habe ich vorhin schon einmal erwähnt, neben den Antikörpern hat unser Immunsystem auch andere Qualitäten und die werden bei einer Infektion auch trainiert, sind für uns aber nicht so einfach wie Antikörper messbar. Das heißt, man geht schon davon aus, dass die Konfrontation mit dem Virus in jedem Fall eine Art Gedächtnisleistung im Immunsystem hinterlässt, die einen Schutz bietet. Aber ob das so lange ist, wie bei jemandem, der einen schwereren Verlauf hat und eine hohe Anzahl an Antikörpern gebildet hat, das weiß man schlicht nicht. Ich würde in einer solchen Situation, wenn man keinen symptomatischen Verlauf hatte, und ich denke, das ist ja das, was man mit Erkrankung meint, dann würde ich eine frühere Impfung empfehlen. Hatte man aber deutliche Symptome, also eine wirkliche Erkrankung, dann ist ein Schutz von 6 Monaten wohl zweifellos gegeben. Vielen Dank. Es sind viele Meldungen und Fragen zu uns gekommen, die wirklich auch verschiedene Krankheitsverläufe geschildert haben. Hier wirklich die Empfehlung, das im Einzelfall noch medizinisch abklären zu lassen. Aber wenn man erkrankt war, gibt es eine gewisse Zeit einen Schutz. Und es ist aber trotzdem so, dass die Impfung dennoch möglich ist und zu empfehlen ist, denn das eine schließt das andere sozusagen nicht aus. Ich darf jetzt noch 2, 3 Fragen nehmen, die jetzt während der Sendung live zu uns hereingekommen sind. Die darf ich an die Frau Landeshauptmann-Stellvertreterin richten. Können sich auch ausländische Pflegerinnen bei uns impfen lassen? Wie läuft es da mit der Anmeldung? Zum aktuellen Zeitpunkt werden Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher geimpft. Das hat auch damit zu tun, dass wir den Impfstoff zugeteilt bekommen, entsprechend unseres Bevölkerungsschlüssels. Wir arbeiten aber daran, weil ich es wirklich als ganz wichtig erachte, dass wir jenen, insbesondere Damen, auch einen Impfschutz anbieten können. Ich denke da zum Beispiel an den Impfstoff Johnson & Johnson, der nur einmal verimpft werden muss. Hier sind wir in den konkreten Planungen, dass und auch in der Abstimmung mit dem Ministerium, wann und ob das möglich sein wird. Vielen Dank. Und weiters ist noch die Frage hereingekommen, noch einmal zu den Risikopatienten. Bis jetzt dachte ich, dass der Hausarzt auf die Risikopatienten zukommt. Jetzt höre ich in der Sendung, dass sich der Risikopatient beim Hausarzt melden soll. So quasi, was soll man jetzt tun? Soll man eher selber aktiv werden oder doch abwarten? Es ist mit den Hausärztinnen und Hausärzten ausgemacht, dass sie sich bei Ihnen melden. Sollten Sie aber einfach trotzdem ein ungutes Gefühl haben, ist einfach besser, man fragt einmal mehr nach, damit man auch Sicherheit hat. Aber grundsätzlich ist ausgemacht, dass sich der Arzt, der einem auch behandelt, der kennt ja die Geschichte auch, wenn es so wäre, dass man Hochrisikopatient ist, auch direkt meldet. Eine weitere Frage, die noch zu uns gekommen ist: Ich bin 68 Jahre und für die Impfung beim Land Oberösterreich und auch bei der Hausärztin angemeldet. Meine Frage ist, wo werde ich geimpft? Das ist absolut gut und richtig, wenn man sich auf jeden Fall beim Land und auch wenn der Hausarzt selbst eine Liste führt, anmeldet. Wir gehen davon aus, dass man ein Impfangebot im April erhält, von uns auf jeden Fall im Rahmen des Impfplans im April. Und das erste Angebot, das man eben erhält, strukturiert auf jeden Fall von unserer Seite auf jeden Fall im April. Bitte auch nutzen. Danke sehr.
Jetzt haben wir den Blog auch Impfung nach Erkrankung und Live-Fragen, die während der Sendung zu uns gekommen sind, einmal abgeschlossen. Es sind aber noch eine Reihe anderer Fragen, die mit der aktuellen Situation zusammenhängen, eingetroffen, die wir auch nicht quasi außer Acht lassen wollen. Da geht es einerseits um die Besuchsregeln in den Alten- und Pflegeheimen. Da ist ja aktuell der Stand, dass es zweimal pro Woche Besuchsmöglichkeiten gibt. Es sind in den Alten- und Pflegeheimen natürlich ein Großteil der Bewohner und auch des Personals geimpft. Wann ist hier zu erwarten, das ist ja eine Verordnung des Bundes, dass es weitere Lockerungen gibt? Gibt es da eine zeitliche Perspektive? Da bin ich auch davon überzeugt, dass wir zu einer entspannten Situation in den Alten- und Pflegeheimen wirklich auch den Impfungen zu verdanken haben. Und deshalb ist ja auch der Oberösterreichische Seniorenbund und der Dr. Büringer schon dafür eingetreten, dass es Erleichterungen braucht. Auch ich sehe das genauso. Ich habe mich diesem Appell auch angeschlossen, habe mich daher auch schon an den Gesundheitsminister gewandt, mit der Bitte, da wirklich noch einmal zu überlegen, ob denn die geltenden Regelungen wirklich noch so streng sein müssen. Ich persönlich glaube, es wäre anders auch möglich. Der Herr Gesundheitsminister hat mir diese Woche zurückgeschrieben, dass man das noch überdenkt und noch ein, zwei Wochen zuschauen muss, auch wie sich die Fallzahlen entwickeln. Aktuell kann ich daher nur sagen, auf Bundesebene wird es beobachtet und laufend evaluiert. Vielen Dank. Ein weiteres Thema, das zu uns gekommen ist, sind die auch versprochenen Gratis-Selbsttests, die es in den Apotheken gibt, dass es hier immer wieder zu Engpässen gibt, dass die Selbsttests nicht verfügbar sind oder zu wenig verfügbar sind. Gibt es da Pläne, wann hier Nachschub sozusagen kommt? Auch hier bin ich grundsätzlich ein Fan von der Idee, dass das Gesundheitsministerium diesen Weg mit den Apotheken geht, dass man Gratis-Tests zur Verfügung stellt. Leider Gottes funktioniert es mit der Lieferung noch nicht. Das bestätigen ganz viele Apotheken, aber auch viele Betroffene. Die Materialien werden teilweise unregelmäßig an die Apotheken geliefert. Die müssen das dann auch selbst zusammenpacken, die unterschiedlichen Komponenten und eben dann auch ausgeben. Ich weiß, auch das Thema ist auf Bundesebene bekannt und man versucht, eine stabile Logistikkette zu etablieren. Es funktioniert noch nicht so, wie wir uns das auch in Oberösterreich wünschen würden, aber es ist wichtig, dass begonnen wurde. Und Oberösterreich bleibt auch hier dran und macht auch weiterhin Druck, dass hier entsprechend Nachschub kommt. Ein weiterer Block an Fragen, der gekommen ist, betrifft die aktuellen Maßnahmen, Bestimmungen, die es vor allem jetzt rund um das Osterfest im familiären Bereich gibt. Was darf ich, was darf ich nicht? Eine konkrete Frage ist, wenn man bei Familienbesuchen, wenn sozusagen alle Teilnehmer des Besuches geimpft sind, dürfen dann mehr als 4 Personen gleichzeitig anwesend sein oder macht das keinen Unterschied, ob man geimpft ist oder nicht? Es tut mir leid, dass ich da keine andere Auskunft geben kann, aber die bestehende Rechtslage ist so, dass sich eben maximal 4 erwachsene Personen aus maximal 2 Haushalten treffen können, egal ob sie getestet oder geimpft sind. Das ist das, was gilt und wo ich wirklich auch ersuche, das einzuhalten. Wir sehen steigende Fallzahlen, wir haben immer mehr Patientinnen und Patienten in unseren Krankenhäusern zu betrauen. Die Situation sorgt mich als Gesundheitslandesrätin sehr. Wir wissen, es wird schon wieder diskutiert, ob es eventuell wieder einen Lockdown geben muss. Wir können das aktuell vielleicht noch verhindern, wenn wir uns jetzt alle auch an die Regeln halten. Danke auch für diese Klarstellung. Weiters wurde ja auch bereits angekündigt, der elektronische Impfpass, der sozusagen dann auch der Türöffner sein soll, wenn ich geimpft bin, dass ich wieder mehr machen darf, dass ich sozusagen den Eintritt zurück in ein normales Leben habe. Mit diesem elektronischen Impfpass, wie ist da der Status, wann wird der kommen, wie sieht es da aus und vor allem auch, welche Möglichkeiten soll dieser Pass dann bieten? Da gibt es zum aktuellen Zeitpunkt von Seiten der Bundesregierung quasi ein Bekenntnis, dass man dies auch haben möchte. Es gibt noch keine konkreten Planungen und folglich auch keinen Zeitplan.
Es wird dafür sicherlich eine hohe Durchimpfung auch brauchen, damit dieser dann auch zur Anwendung kommen kann. Und es wird vor allem auch Möglichkeiten, Freiheiten brauchen, die man sich eben mit einer Impfung dadurch schafft. Es gibt eben leider Gottes noch nicht mehr dazu. Ich gehe davon aus, dass das in einer Arbeitsgruppe auf Bundesebene zum aktuellen Zeitpunkt beraten und diskutiert wird und eben dann auch zum gegebenen Zeitpunkt präsentiert wird. Wir spüren also die Sehnsucht zurück zu einem normalen Leben, ist natürlich gegeben, ist groß. Und da wird man jetzt auch die Frage, kann man mit dem Impfpass dann wieder zu Veranstaltungen gehen oder wie wird das genau dann abgewickelt werden, aus heutiger Sicht noch nicht sagen, weil das sozusagen dann auch mit dem weiteren Verlauf der Impfungen und der Pandemiebekämpfung zusammenhängt und wie auch dann der elektronische Impfpass installiert wird. Seitens der Bundesregierung gibt es allerdings dieses Bekenntnis, dass die Impfung, wenn sie sozusagen in einem großen Teil der Bevölkerung auch durchgeimpft ist, eine Rückfahrkarte zu einem normalen Leben sein sollen und auf das hoffen wir natürlich. In diesem Sinne darf ich jetzt einmal Danke sagen beim Dr. Lamprecht vom Kepler Universitätsklinikum für die Teilnahme an unserer Impffragestunde, für die detaillierte Beantwortung der Fragen und die fachkundige Beantwortung. Ich glaube, es war sehr vieles dabei, was den Mitgliedern des Oberösterreichischen Seniorenbundes auch hilfreich ist, was ein Mehrwert an Informationen bedeutet. Und auch danke natürlich an die Frau Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander, beide Expertinnen, dass sie zu uns gekommen sind, dass sie sich dieser Fragestunde gestellt haben. Wir hoffen, dass wir viele Fragen beantworten können. Wenn Sie weiterhin Fragen haben, können Sie diese natürlich auch an den Oberösterreichischen Seniorenbund stellen. Wir versuchen, möglichst alle Fragen möglichst gut zu klären. Und abschließend darf ich hier im Studio noch unseren Landeshauptmann außer Dienst, Dr. Josef Püringer, begrüßen, der auch zur Impffragestunde jetzt dazugekommen ist und den ich um seine Schlussworte ersuchen darf. Liebe Frau Landeshauptmann, Stellvertreterin, lieber Herr Dozent Dr. Lamprecht, liebe Seniorinnen und Senioren, der Oberösterreichische Seniorenbund erhebt den Anspruch für sich, Information aus erster Hand zu bieten. Ich denke, das ist uns bei einem hochaktuellen Thema am heutigen Tag sehr, sehr gut gelungen. Ich darf auch unserem Landesgeschäftsführer Magister Ebner danken, der diese Idee gehabt hat und heute auch die Veranstaltung geleitet hat. Natürlich, wir Senioren ersehnen den Normalzustand zurück. Daher nochmals meine Bitte, was die Altenheime anlangt. Aber vergessen wir nicht, dass sehr, sehr viele Senioren auch in kleinen Wohnungen zum Teil alleine lebend, 60% der über 80-Jährigen leben alleine, derzeit quasi eingesperrt sind, fast ein Jahr, und die sich danach sehnen, wieder einmal hinauszukommen. Ich weiß, dass der Schutz vor allem den Senioren gegolten hat. Dafür sind wir auch dankbar. Es wurde aber auch immer gesagt, dass das Impfen die Rückfahrkarte ins normale Leben ist. Das soll es auch sein, daher mein Appell, eben sich impfen zu lassen. Mein Appell an die Politik, möglichst viel Impfstoff zu beschaffen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, das ist mir alles klar. Aber vergesst auf die Senioren nicht, ich bin mir sicher, das wird nicht passieren. Auch ich möchte meinerseits dir, liebe Frau Landeshauptmann-Stellvertreterin, liebe Christine, ein großes Danke sagen, nicht nur für die heutige Fragestunde, sondern überhaupt für dein Engagement in dieser Pandemie und überhaupt als Politikerin, insbesondere auch für die ältere Generation. Auch dir, Herr Dozent, danke ich sehr, sehr herzlich. Du bist ja so quasi der Begriff der Wissenschaft in Oberösterreich in dieser Pandemie geworden. Ich hoffe, du empfindest das auch so, dass du damit einen ganz, ganz wesentlichen Dienst an der Bevölkerung und an den Menschen in diesem Land leistest. Und ich weiß auch persönlich dein sehr großes Engagement, für das ich dir herzlich danke. Allen, die Fragen gestellt haben,
allen, die noch Fragen haben, der Seniorenbund steht für euch jederzeit zur Verfügung. Wir wissen nicht alles, aber wir beschaffen uns das Wissen, so gut es geht. Jetzt heißt es noch durchhalten, damit wir gut durch das Finale dieser Krise kommen und bald wieder unser gewohntes Leben mit der entsprechenden Lebensqualität auch genießen können. Der Seniorenbund wird weiter seinen Beitrag dazu leisten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.